Hallo und grüß euch zum neuen Video. Ja, wie ihr schon hört, der Janmar im Hintergrund läuft. Der läuft jetzt schon seit geraumer Zeit, also schon seit ungefähr eine Viertelstunde, 20 Minuten im erhöhten Standgas. Warum machen wir das? Ja, die ganzen Wartungen stehen jetzt wieder an. Die Maschinen brauchen Wartung und Pflege und Ölwechsel und so weiter. Und mit dem Janmar beginnen wir, dann machen wir heute einen Ölwechsel. Und wenn euch das interessiert, dann bleibt dran. Bis gleich. Also wir fangen heute mit dem Janmar an, mit dem Ölwechsel. Die anderen Sachen sind jetzt dann alle dran im Winter oder beziehungsweise noch, wenn es ein bisschen schön ist, was ich draußen mache. Das ist bei mir der Janmar F17D. Die Ölmenge laut Anleitung, ich habe da so eine übersetzte Anleitung, die vom Chinesischen beziehungsweise vom Japanischen ins Deutsche übersetzt wurde. Die kann man übrigens im Internet auch kaufen. Da ist eine Ölmenge von 3,4 Liter angegeben und die Ölsorte ist mit 15W40 angegeben. Wo habe ich mein Öl? Moment. Also ich kippe hier 15W40 rein, 3,4 Liter. Ja, beim Janmar ist es so, der hat hier auf der Seite noch eine Abdeckung drauf. Die Abdeckung habe ich schon runtergemacht. Dann kommt man hin zum Ölfilter und zur Ölablassschraube. Die Ölablassschraube, die ist hier unten. Der Ölfilter ist hier und Öleinfüllstutzen zeige ich euch später. Jetzt lassen wir einfach mal das Öl ab. Dazu habe ich übrigens hier, ich nehme immer, ihr kennt das vielleicht von, einfach solche Behälter. Ich schneide mir das so aus und dann habe ich einen 5 Liter Behälter für Öl abfüllen. Passt überall schön drunter, braucht man keinen Eimer. Und um das Öl da nicht umzufüllen in einen Kanister, schraube ich vorne auf und kann es schön einfüllen in die Behälter wieder, wo das Altöl dann abgefüllt wird und dann kann man es zur Sammelstelle abgeben wieder. Also nur mal so nebenbei, nehme ich gern her, einfach oben einschneiden und fertig. Also wie schon gesagt, achtet drauf, dass das Öl warm ist, dass der Traktor ausreichend gelaufen ist. Und dann schrauben wir auf. Bei mir ist unten Schlüsselweite 19. Schon mein Tuch bereithalten. Ich habe übrigens auch immer was untergelegt, falls mal ein paar Tropfen daneben kommen. Eine Matte, eine alte oder sonst irgendwas. Schön dagegen drücken und die Schraube nie loslassen. Das Öl ist warm, das merkt man. So. Also in meinem Fall ist jetzt hier kein Kupferring drauf, in meinem Fall ist jetzt hier ein Gummidichtring drauf. Der schaut auch noch gut aus, den werde ich drauf lassen. Wenn hier ein Kupferring drauf ist, dann sollten wir den wechseln. Und von der Ölmenge, so wie es jetzt ausschaut, passt das mit 3,4 Liter auch, weil es läuft schön voll. Jetzt machen wir zusätzlich mal oben auf. Hier ist der beim Motor, das wo wir später der Öleinfüllstutzen, wo wir Öl nachfüllen. Da schrauben wir auf. Längen da oben hin.
Hier hat sich eine Maus eingenistet oder sowas. Sieht man das? Ja, muss man dann auch raustun. Ja, das dauert jetzt ein bisschen, bis das ganze Öl raus ist. Die Zeit muss man halt jetzt einfach abwarten. Das läuft halt immer noch ein bisschen nach, das macht nichts. Im Übrigen mache ich da jetzt nicht jedes Jahr einen Ölwechsel, also der letzte Ölwechsel, der ist vor 2 Jahren schon gemacht worden. Weil ich einfach die, ja, es heißt zwar immer jedes Jahr, aber ich fahre den gar nicht so oft, dass man das jetzt jedes Jahr machen müsste. Das müsste halt jeder selbst dann für sich entscheiden, wie er macht. Also bei mir ist alle 2 Jahre, wo ich mal einen Ölwechsel mache. Er verliert überhaupt kein Öl, der Janmar, also der ist absolut trocken. Ich muss auch nie was nachkippen. Tun wir hier schon mal den Ölmessstab raus. Den Ölmessstab tue ich deswegen raus und lege ihn beiseite, weil man dann hier besser zu dem Filter hinkommt. Der ist nämlich hier direkt dazwischen. Und wenn ich da jetzt mein Werkzeug ansetze, dann komme ich da nicht so gut hin. Ja, Öl ist heraus, Nachtropfen tut nichts mehr. Dann schrauben wir die Schraube wieder rein. Putzen das Ganze ein bisschen noch ab. Überall, wo ein bisschen Öl hingekommen ist. So. Dann schrauben wir wieder zu. Jetzt schauen wir, dass wir einen Ölfilter abkriegen. Da stelle ich jetzt unten wieder das drunter, falls was daneben läuft. So, jetzt lassen wir es unten reinlaufen. Der ist jetzt bloß leicht gelöst. Jetzt lassen wir ihn halt schnell auslaufen. Und dann schrauben wir runter. Das ist manchmal ein bisschen blöd, wie jetzt hier in dem Fall, wo die Lenkstange dazwischen ist. Ja, das muss man halt dann abputzen, das geht halt nicht anders. So. Ich tue den Ölfilter jetzt einfach mal da dazu. In meinem Fall habe ich den Ölfilter hier gekauft, den OP617. Wir tun hier an dem Gummi wieder ein bisschen Altöl hin, den entnehmen wir halt da unten raus. Hier ein bisschen Altöl drauf und dann schrauben wir ihn wieder hin. Den neuen. Befüllen, vorfüllen können wir den jetzt natürlich nicht, weil der auf der Seite reinkommt. So, und handfest festschrauben gelangt vollkommen. Wir brauchen eine Menge, haben wir gesagt, von 3,4 Liter.
Also laut Ölmessstab passt. So, jetzt lassen wir doch einfach mal an und schauen einmal. Lassen mal kurz laufen und kontrollieren den Öldruck. Den Öldruck ist so, den kontrolliert man, die Lampe muss dann weggehen. Perfekt. So, kurz laufen lassen und jetzt schauen wir einfach nur meinen Ölstand nach. Ölstand passt. Ihr seht es jetzt in der Kamera nicht, weil das Öl nicht schwarz ist. Aber der Ölstand ist in Ordnung. Wunderbar. Und so einfach kann man jetzt das Altöl in den Behälter wieder zurückkippen. Und dann entweder bei der Altölsammelstelle entsorgen. Oder beim Hersteller, wo man es gekauft hat, kann man das Öl auch wieder zurückgeben. Wenn es nicht gerade ein Online-Händler ist, da geht es zwar auch. Dann ist das Ganze allerdings ein bisschen komplizierter. Gut. Das lasse ich jetzt noch nachtropfen. Ja, das war jetzt der Ölwechsel vom Janmar. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mal einen Daumen da. Es geht dann demnächst auch weiter mit so Wartungsvideos. War jetzt nichts Besonderes, ein Ölwechsel. Aber vielleicht für den einen oder anderen doch interessant, der sowas noch nie gemacht hat oder noch nicht gesehen hat. Abonniert mich und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Macht es gut. Ciao.